Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Wildflowers. Wir haben ja so einige Quests hier. Zum einen des Wahrsagers wahres Gesicht. Und zwar sollen wir hier ja diesen zeitanhaltenden Zauberformel herstellen. Dann haben wir noch das Sommerfest, was in 14 Tagen kommt. Die Scheune wird gerade gebaut. Und am Samstag oder Sonntag sollen wir zu diesem Stand hingehen. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob ich da dran denke. Aber ich glaube irgendwie... Lass uns dieses Dankeschön halten. Ja gut, ich würde sagen, also wenn wir ganz kurz in den Keller gehen, weil wir können nämlich diesen Spruch hier, den Zeitanhalten, können wir nämlich herstellen. Diese Zauberformel hält eine Zeit an, bis du den aktuellen Bereich verlässt. Keine Sorge, nicht magische Zivilisten merken davon nichts. Alles klar, den könnten wir jetzt halt einmal herstellen, dass wir den schon mal haben. Ich habe mir hier nochmal jeweils einen hergestellt, also ich müsste jetzt halt jeweils 4 Stück haben davon. Jawohl, dann bin ich auf jeden Fall schon mal, genau, dann bin ich auf jeden Fall hier schon mal vorbereitet für die Tage, wo ich dann keinen Lauftrank oder sowas habe, dass ich den sofort einsetzen kann. Wir müssen auf jeden Fall Magie auffüllen im Kessel und wir müssen jetzt halt dem Wahrsager tagsüber die Zeit anhalten. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wer das ist. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich bin mal gespannt, ob ich das rausfinde. Ja, Zeit fürs Bett. Bitte geschlafen. Errungenschaft freigeschaltet, ein Ort fürs Heu. Hey! Eine Scheune, tierisch in Form. Aufgabe abgeschlossen, als Belohnung erhältst du Hurra! Neue Blaupause. Dies kann jetzt bei Parkers Dienstleistungen in Auftrag gegeben werden. Ein Heufeld. Cool. Oh, dann sprechen wir doch gleich mal mit ihm. Was hast du? Your grandma, she was strange for sure, but she had respect for the land. Our families were close, and Hazel was special. Yeah, she was. She always wanted you to love this place as much as she did. So, I'm gonna teach you farming for her. Ich bin keine Farmerin. Wie spannend, wenn es sein muss. Nee, machen wir mal, wie spannend. Great. When do we start? Right now's as good a time as any. Take these cotton seeds and plant them. But you better plant them quick. They take a while to grow and they only grow in summer. You can buy more cotton seed from me and a few other things if you need. You can grow this cotton and turn it into cloth. That makes a bit of money. Dyed cloth is even better. Come see me when you're ready to learn about making cloth. Okay. Alles klar. Damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Quatschen wir mal mit ihm noch. Were you and Lena ever... Oh, Hazel told you about my high school dating life? That was a long time ago. And she moved on. Parker, he's a stand-up guy. But did you move on? Sure. Klar, okay. I'll just wait until the cotton's ready to show you what to do with it. Okay, also das war noch nicht. Ich weiß nicht, ob er... keine Ahnung. Ich mache jetzt einfach mal, ich möchte wissen, was passiert. Am I sure this is the Farseer Witch? I'll have to make another incantation and explain myself if I'm wrong. Okay, vielleicht sollte ich darüber nachdenken. Alles klar. Gut. Baumwolle haben wir ja schon irgendwo angesät, ne? Glaube ich. Na gut, tun wir mal die Pflanzen gießen. Nein, bitte die mittlere hier. Danke. Oh, ich glaube, Wasser ist alle, oder? Ja. Ich will hier vorbei. Ja gut, ich muss eh überall gießen. Dankeschön. So, schauen wir mal. Die Blumen müssen wir gießen. Da habe ich noch einen Tag vorher dann die eine Pflanze gegossen. Nee, hier. Ah, da gehst du auf die Seite, alles klar. Na
gut, dann muss ich das einzeln wieder gießen, aber das macht ja nichts. So. Mal ganz kurz auf den Honig gucken. Okay, naja, gut, das braucht eine Zeit lang, ist klar, weil die Blumen ja auch noch nicht gewachsen sind, ne? Ah, Äpfel können wir ernten. Was haben wir hier? Okay. Lass mich raus. Okay, also das sind anscheinend bei allen ungefähr gleich. Also es passt schon. Gut, halt. Jetzt da unten noch gießen. Wunderbar, Erdbeeren, Tomaten, da haben wir Mais und hier haben wir, oh, habe ich noch gar nicht. Ich hätte jetzt gedacht, ich hätte die schon angepflanzt, so muss ich mal gucken, dass ich da noch Dinger hinbaue, wenn ich das anbauen kann, heißt es. Ihr braucht noch 5 Stunden. Okay, dann warte mal. Gartenbeet, kann ich da eins machen? Nein, natürlich nicht. Okay, also ich brauche auf jeden Fall neue Gartenbeete, aber das ist ja... Das ist ja egal. Ey! Die sind gewachsen. Nice. Sekunde, ich komme gleich zu euch. Ich möchte nämlich mal ganz kurz die Scheune mir angucken. Und dieses Unkraut da weghauen. Aha. Hallo Mäuschen. Wassertrog. Okay. Aber machen kann ich hier... Weiter nichts. Okay, dann füttern wir halt mal die Hühner. 14 habe ich noch, okay. Muss ich schauen, dass ich noch nachkaufe. Bock, bock. Einmal ein bisschen streicheln. Eine Hühnerfeder habe ich bekommen, okay. Es ist schade, dass man das nicht ja, alle miteinander füttern kann irgendwie. Aber gut, ist halt so. Okay, wir haben 2 schwarze. Ein weißes, ein braunes. Da ist die Frage, wie viele verschiedene Farben gibt es? Vielleicht gibt es ja wirklich nur die 3. So, das dauert halt immer ein bisschen mit dem. Aber gut, gehört ihr dazu. So, dann noch einmal schnell zur Katze gehüpft. Hi, Kitty. Gut. Und dann hüpfen wir natürlich nochmal ganz kurz da hoch, ob da was zum Sammeln ist. Pilz auf jeden Fall. Einmal hatte ich, glaube ich, einen Pilz und eine Distel. Das ist natürlich auch nicht verkehrt, wenn sowas ist. Und 2 Sachen da oben sind. So, also. Kraut, Kraut, Pilz. Nochmal Pilz. Und da haben wir dann auch nochmal Kraut. Unkraut. So, aber die haue ich auch gleich weg. Wir brauchen eh jedes Ding. Also, wie gesagt, ich denke, ich weiß es halt nicht, ich denke, dass Shelby der ist. Ich weiß es echt nicht. Ich habe keine Ahnung, wem ich das geben soll. Aber schauen wir jetzt erst einmal zum Strand runter. Mal ganz kurz hier in den Blick. Jawohl, dankeschön. Vielleicht sind die Blaubeeren auch fertig. Nein. Seetang. Vielleicht haben wir hier noch Muscheln oder irgendwas. Kokosnuss gibt es eh schon so wenig. Okay, nee. Da ist dann nichts. Außer Fisch.
Nein, ich glaube nicht, dass es sie ist. Echt schwierig. It's hard to express how much I'll miss Hazel. She's been a guiding hand my whole life. But I'm glad that she and Robert are together again on the other side. Also sie ist es nicht. Er ist es auch nicht. Heard, Thomas is helping Sophia with the summer festival, huh? Wait, you think Thomas and Sophia? Hey, you didn't hear it from me, but my pa used to say, love is like the wind. You can't see it, but you can feel it. Aha. So, Moment noch mit ihr kurz quatschen. Dass ich das auch erledigt habe. Barreling right towards the longest day of the year. I'm like a sunflower. I need light in order to feel like myself. And by summer, I'm practically humming there's so much light. So. Dann schauen wir mal noch zu ihr rein. Hallöchen, Sophia. Juliet says I spend too much time at the cemetery. But I find it comforting. If you ever want company when you go to visit Hazel, let me know. Thanks. I will. Gut. Verkaufen kann ich dir, glaube ich. Nee. Das behalte ich mal noch. Ich könnte mir auch vorstellen, Bruno. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. The summer festival seems fun and all, but doesn't it also seem like old-fashioned superstition? What's the harm in that? Well, after Otto's town hall meeting in the spring, we might want to cut down on superstitions. But that's just 2 cents from the newish guy. Schauen wir mal kurz zum Grab. Oh, da kann ich was hinmachen. Cool. Ich mache ein Hexenkraut. I met Wesley, Grandma. He gave me your journal. I'll keep it safe. I promise. I miss you. So. Jetzt schauen wir. Wer könnte denn der Wahrsager sein? Ey, das macht mich ganz narrisch. Hey, thanks for telling Emmy and Finn you'd help with their lemonade stand. I like helping them build stuff. I transform from just dad to cool guy with power tools. Okay, schauen wir mal, was er jetzt hat. Das Heufeld, ne? Was kostet das? 40 Erde. Oh meine Güte, das wird dauern. Das wird dauern. Parker Johnson, neue Bekanntschaft. Also, es ist auf jeden Fall auch nicht der Bürgermeister. Boah. Es ist voll wirklich schwierig, ne? Oh, was brauchst du? Ah, just the miner I was hoping to see. Have you struck silver in them Dar Hills yet? You know it's not hills, right? Of course. Sure. Mostly. Look, I love working with precious metals, but I have no idea how to extract them. And I need some silver for our wedding bands. If you dig up some raw ore, Natalia can turn it into an ingot that I can work with. Let's see what I can find. You and Angus deserve the most beautiful rings. Okay, was zu erzählen? Erzählen? Francis hat um Silberbahn gebeten, aus denen er Eheringe machen kann. Okay, Francis, ich hab sie. Is this the kind of silver you need? Oh, Tara, this is perfect. I can't thank you enough. Just give me first look at the rings when you're done. They're going to be stunning. Here, this is for you. Thanks so much. 145, alles klar. Es waren ja bloß 2 Barren. Ah, Summer. The time when I haul out my military-grade sunscreen. Angus makes fun of me, but look, the most important part of skincare is protecting your skin from the sun. No offense to Angus, but he looks like he might need military-grade sunscreen too. Right?
I don't want to say I told you so when my beloved gets a melanoma, but I have told him so. Every year. Nicht jedes Jahr. Okay, was kann ich sonst noch bei dir? Bei dir kann ich kaufen, diese Sachen hier. Zum Freischalten muss ich natürlich mehr verkaufen. Okay. Verkaufen kann ich die Sachen hier. Ich weiß nicht, ich könnte mal 4 Stück davon verkaufen. Komm, machen wir mal. Dann geht es auf jeden Fall ein bisschen hoch. Vielleicht noch, schauen wir mal, was die Barren an Wert machen hier. Machen wir mal da auch 4. Na, nicht sehr viel, ne? Okay. Also, schauen wir mal hier rein. It's great that Thomas is helping out with the summer festival snacks this year. He usually grumbles anytime someone brings up the summer festival. I wonder what made him change his mind. Hm. Also er ist auch nicht der Wahrsager auf jeden Fall. Er hatte noch ein Ausrufezeichen. Ho there! As you may have heard, we have a little tradition every summer here in Fairhaven. Yes, the summer festival. I know. Well, you're right on top of things, aren't you? I like that in a citizen. Speaking of which, I could use some help. I was waiting for that. With my speech, the peak of summer is everyone's favorite time of year, and I want to capitalize on that goodwill. Do you think I should talk about history, unity, or the future? Geschichte, Einheit oder die Zukunft? Ich würde sagen die Einheit, oder? Keine Ahnung. I think you should talk about bringing the community together. Yes, that's what I'll do. Well, I better get to writing my speech. Alles klar, mach das. Vanessa ran the summer festival last year. Sophia certainly has a big act to follow, but I'm sure she'll do fine. Okay, schauen wir mal, ob wir Shelby sehen. Gehen wir halt einmal durch den Wald. Vielleicht könnte ich da auch noch den einen oder anderen Baum weghauen. Dum-dum-dum-dum. Klein, klein. Da ist nichts. Da haben wir doch einen Pilz. Mir geht es hauptsächlich ja darum, dass ich auch was sehe, ne? Da liegt eine Erdnuss. Da ist ein Shelby. Jetzt gucke ich nur noch mal ganz kurz da. Nee, da ist nichts. Looking forward to the summer festival, Shelby? It's a bit tamer than the summer festivities I remember from my boyhood. Less music and dancing. Shelby! I didn't know you danced. Oh, I can dance circles around any of you young folk. Okay, ich mach's jetzt einfach mal. Am I sure this is the farce here? Ja. Here you go. Shelby? That's fine. You keep it. You'll need it. So I passed? You were always gonna yes. pass. Now, go on. Don't want folks getting too curious. Super. Yes. Ich war mir halt echt nicht sicher, aber ich freue mich, dass es er war. Und ich habe auch nicht nachgeschaut oder sonst irgendwas. Also, ich habe mich selber nicht gespoilert. Des Wahrsagers war das Gesicht. Aufgabe abgeschlossen. Yes. Und das gleich beim ersten Mal. Genial. Das freut mich jetzt. Alraune brauchen wir auf jeden Fall. Wir nehmen auch die Muscheln. Wir nehmen auch die Muschel. Und den Zapfen. Gut. So. Jetzt ist die Frage. Ja, das da müssen wir halt noch anbauen, ne? Das, die Baumwolle. Limo ist erst Samstag, Sonntag. Schauen wir mal noch, ob wir hier irgendwas finden. Jetzt haue ich einmal dich weg. Ich bin einfach mal so. Wir werden wahrscheinlich auch einiges an Holz brauchen. Irgendwann. So, dich haue ich noch weg. So, und dich als letzten. Dafür sind sie ja da.
Und sie wachsen nach. Das ist ja auch das Schöne. So, da ist nichts weiter. Okay. Und wir brauchen Erde. Und das wird jetzt halt natürlich ein bisschen schwierig. So, dann haben wir die unterschiedlichen Quests, die wir aber noch nicht wirklich machen können. Wir könnten mal mit der Ärztin quatschen. Looking forward to some time off this summer, Amira? Warm weather means people who have been inside for months will suddenly attempt outdoor activities. I'll be sitting sprained ankles all summer. Ja, das denke ich mir auch. Wie er zum Beispiel. Oh. When my grandpa passed back in Kauai, it was kind of sudden. I didn't get a chance to be with him like you did with Hazel. That's really rough, Kai. I'm sorry. Nah, I'm not complaining. I'm just psyched you did get to say goodbye. So. Jetzt halt hier bei ihm noch. That new rancher fella wrinkles his nose every time he walks by my stall. If he can't handle the scent of a good fresh catch, how does he handle his own bun? So, da habe ich tatsächlich den Kommentar bekommen, dass die Kaulbarsche ja Köder sind. Das habe ich aber, glaube ich, in dem Part selber auch festgestellt und mich jetzt korrigiert. Aber danke nochmal für den Hinweis. Ich meine, im Grunde, wenn ich jetzt halt einfach hier mal ganz kurz schaue, dann steht sie auch da, ne? Er ist zu klein, um in Rezepten verwendet zu werden. Also das, genau, entweder Kaulbarsch kaufen oder Wurm kaufen, die kosten jeweils 4 und es ist ein guter Köder. Ich würde, keine Ahnung. Also wenn, dann könnte ich den Thunfisch zum Beispiel kaufen und den dann verkochen und dann herbringen, dann hätte ich auf jeden Fall auch einiges an Gewinn, ne? So, möchte ich aber nicht machen. Ich habe nur noch einen einzigen Wurm. Okay. Nee, 100 habe ich. 100 habe ich. Wie kam ich jetzt auf einen einzigen? Da oben steht doch 100. Da habe ich nur eine und da habe ich einen. Aber das ist Katze und das ist, keine Ahnung, vielleicht auch Katze. Oder Buddeln oder was weiß ich. Ah, Kim? Wesley, that bookseller from Milkwater, is my biggest customer these days. What does he do with all that meat? Does he, like, feed an orphanage? A carnivorous orphanage? Tja. Ich denke mal, einige wissen, dass er ein Werwolf ist. Das war zumindest auch in der Beschreibung oder sowas gestanden oder in diesem Update. So, halt. Zum Farmer wollte ich jetzt halt mal schauen, obwohl der wahrscheinlich jetzt halt heute zu hat, ne? Der hat doch immer an so ganz komischen Tagen hat doch der zu. Ja, ja, Donnerstag bis Samstag hat der geschlossen. Ha. Aha, toll. Na dann. Können wir eigentlich jetzt gar nichts machen, ne? Mich würde ja mal interessieren, wo diese, ich sag jetzt mal Elfe ist oder so, die hier an dem Motor rumgebastelt hat mal. Aber das wird bestimmt alles noch kommen. Mit Sicherheit. So, Pflanzen sind am Wachsen, Erde habe ich keine. Ich könnte mal ganz kurz die Erde rausholen, die ich da habe. Okay, die brauchen auch noch eine Stunde. Dann ab in die Mine. Das ist jetzt das Einzige, was ich machen kann, dass ich noch in der Mine ein bisschen schaue. Dass wir hier mal abbauen. Vielleicht geht ja auch die nächste Tür schon auf. Das kann ja auch sein. So. Also auch vielen Dank dafür nochmal für den Kommentar, dass das mit dazugehört. Dass ich sowas wie das Farmen auf jeden Fall drin lassen soll. Dann werde ich das auch machen. So. Wir brauchen aber auf jeden Fall Erze. Mit Sicherheit brauchen wir in Zukunft noch Erze. Ja, da muss ich nochmal hinlaufen.
Ja, und Sand sowieso. Ich habe ja erst ein paar von den Gläsern hergestellt. Ich weiß zwar noch nicht, für was wir die genau brauchen werden, aber es kann nicht schaden, wenn wir da gleich welche haben. Immerhin brauchen die ja auch ein bisschen zum Fertigwerden. Also die brauchen ja immer über Nacht. I'm all out of strength. Ja, ist okay. I could eat some ist okay. Ich gebe dir... da. So, gleich zweimal. Ein paar mehr von den Dingern wären nicht schlecht, von diesen Edelsteinen. Zeug immer hinfliegt. Wobei, hier ist es nicht so weit wie in Disney Valley. Da, wenn die Dinge fliegen, dann fliegen die immer ewigst weit weg. So, und diesmal nehme ich alles mit aus dem Stockwerk. Aber ich würde sagen, wir schauen trotzdem mal dann an die Tür. Vielleicht ist die ja offen. Man weiß es nicht. Aber ich denke auch, das wird in der Geschichte noch eine Zeit lang brauchen. Gehen wir mal nach hinten. Das interessiert mich jetzt. Nee, die ist natürlich nicht offen. Fancy door. Ja, ich habe den Schlüssel. Wenn die Zeit reif ist. Und die Dinger weiß ich auch nicht, wie man die aufmacht. Vielleicht gibt es da dann noch einen Zauber mit Schlösser öffnen. Das können wir mir noch ganz gut vorstellen. Wir haben recht viel Silber, glaube ich, ausgegeben, ne? Muss mal reinschauen. Ja, wir haben Eisenbarren haben wir fast nichts mehr, ne? Weil das Eisen so viel war, was wir da gebraucht haben. So, ist es jetzt 2? Ich würde sagen, dass ich mal ganz kurz die Spielgeschwindigkeit auf normal stelle. Weil ich würde nämlich gerne dann natürlich in den Wald gehen, weil ich glaube, dass die Pflanzen wieder gewachsen sind. Die Mondblüten. Und es sollte von der Zeit her ganz gut hinhauen. Yes, Saphir. Silber, auch gut. Aber Eisen hauptsächlich brauchen wir natürlich. Ich bin so froh, dass das jetzt mit einem Schlag geht, ne? Dadurch ist man so viel schneller. Ui, was war das jetzt? Okay, damit ist die Höhle leer. Dann könnten wir noch den ein oder anderen Köder ins Wasser schmeißen. Na komm, beiß an. Du bist eh der Einzige, also mach schneller. Ich habe mir schon überlegt, entstimmt ein sehr kleiner Flussfisch, der in der Nähe der Farm gefunden werden kann, gewöhnlich. Verkaufe ihn an Bruno oder verwende ihn zum Kochen. Aha. Bin ich damit
Twig. Aber ich denke, das werde ich jetzt noch ein bisschen machen. Ich werde noch ein bisschen angeln. Und dann sehen wir mal beim nächsten Mal, wie es weitergeht. Ich würde einfach mal mir ein bisschen Fische holen, die verbraten, dass wir auf jeden Fall genügend Ausdauer haben. Und ja, mal schauen. Ich bin jetzt schon irre froh, dass wir den Wahrsager korrekt hatten. Also da, ich bin halt immer im Zweifeln, weil die sagen auch nichts, was irgendwie in die Richtung deutet, ne? Na gut. Ich hoffe jedenfalls sehr, dass euch der Part heute hier gefallen hat. Würde mich freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst, wenn ihr kommentiert. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Ciao, ciao!